Alles klar. Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen Sie sehr herzlich zum heutigen Treffen führen. Sehr gutes Potenzial ermöglicht. Und jetzt ist der zuständige Minister. Ich werde dem Bundesparteivorstand der Österreichischen Volkspartei heute Abend empfehlen, dass wir einen gemeinsamen Antrag auf Auflösung des Parlaments, auf Neuwahlen einbringen am 19. September, der sehr schnell dann beschlossen werden kann. Es könnte sich daraus die Möglichkeit eines Neuwahltermins am 24. November ergeben. Wird jene Jugendrichter die Jugendgerichtsstrafe. Dass wir Sacharbeit für Österreich machen, daneben schaue ich als ÖVP-Obmann, möglichst viel Zustimmung zu bekommen, damit es keinen sozialistischen Bundeskanzler in Österreich gibt. Das ist meine Hauptaufgabe und darauf werde ich mich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten konzentrieren, wo uns wirklich auch dann Entscheidungen oder Einstiegsmöglichkeiten. Hatte gesagt, die Verantwortung für diese Situation tragen wir alle gemeinsam. Auch ich als ehemalige Parteichefin der Freiheitlichen Partei, weil es mir ganz offensichtlich nicht gelungen ist, die notwendige Einigkeit der Partei herzustellen. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist etwas, was mich nicht froh macht, weil ich immer alles daran gesetzt habe, dass diese Partei auch in ihrer Funktion als Regierungspartei die notwendige Geschlossenheit hat, um die auch sehr schwierigen Aufgaben des Regierungsgeschäftes erfüllen zu können. We will see what the discussion in the next weeks will bring up in the results, but I think a better way would be to elect one of the young ministers in the party to lead the party, because Werbung beschlossen heute, das hängt. These young ministers, who are the ones you... Well, some of these persons are available, like the Minister of Defense, for instance. He's quite an interesting and strong personality, and he has decided not to take the planes, and I think it would be the best recommendation in the party to get a strong support for this leadership.